Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Weintrauben. Wir haben heute 3 Wannen voll Weintrauben geschenkt bekommen hier aus der Nachbarschaft. Die sollten eigentlich auf den Misthaufen wandern. Und wir werden jetzt da Saft draus machen. Wir haben schon unseren Entsafter aufgebaut. Und jetzt geht's mal los. Das ist das, was übrig bleibt, wenn wir die Weintrauben durch den Entsafter schicken. Und das ist jetzt das, was wir vorher aussortiert haben. Die gammeligen Weintrauben, die sammeln wir alle ab, damit wirklich nur der vernünftige Saft auch am Ende in der Flasche landet. Das ist jetzt die dritte und letzte Wanne und so viel Saft haben wir daraus. Das ist ein 5 Liter Topf und der ist fast voll. Den Schaum, den holen wir gleich mit einem Schaumlöffel darunter. Aber das hier muss jetzt erst noch entsaftet werden. Das ist jetzt die Ausbeute vom Saft machen. Wir haben einen 5 Liter und einen 4 Liter Topf voll bekommen. Ich denke, am Ende werden da irgendwo so 8 Liter Traubensaft bei rauskommen. Jetzt wird es erstmal, lassen wir es einen Moment stehen, dann schöpfen wir gleich mal so den Schaum oben ab und dann gucken wir mal, dass wir es aufgekocht bekommen. Da haben wir jetzt die Ausbeute von 3 Stunden Saft aus Weintrauben machen. Wir haben insgesamt jetzt 7 Liter Traubensaft aus dem Ganzen rausgepresst. Und das sind jetzt die nächsten Weintrauben, die dran glauben müssen. Ja, hier hängt alles voll und die sind so lecker. Damit geht es dann weiter. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!